Videospiele sind ein perfektes Medium für die Erzählung emotionaler Geschichten. Einige Spiele sind mir dabei besonders in Erinnerung geblieben. Welche das sind und was sie richtig gut machen, zeige ich euch in diesem Video. Es sind nicht nur die Höhepunkte klassischer Storygames, sondern auch einfache Nebenquests oder Charaktere, die im Gedächtnis bleiben. Ich zeige euch ein paar gelungene Beispiele, die mich auf ganz unterschiedliche Arten berührten. Die folgenden Spiele sind nicht als ein Ranking oder als die besten Spiele im jeweiligen Bereich zu verstehen, sondern sie dienen als Beispiele für gelungenes Storytelling. Zu Beginn noch eine Spoilerwarnung. Die meisten Spielszenen stammen aus dem Anfang der jeweiligen Spiele. Einige Szenen zeigen aber auch wichtige Story-Elemente. Diese habe ich entsprechend markiert. Ich stelle mir die Frage, wie erzählen Videospiele Geschichten und wie unterscheidet sich das zu anderen Medien? Grundsätzlich bietet ein Videospiel mehrere Ebenen, um eine Geschichte zu erzählen. In erster Linie sind das klassische Aufgaben, die wir abarbeiten und damit die Handlung vorantreiben. Meist funktioniert das mit dem sogenannten Perlenkettensystem. Wir schließen eine Quest nach der anderen ab und daraus ergeben sich immer neue Aufgaben. Wir folgen also einem festgelegten Handlungsablauf. Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Der dritte Witcher-Teil ist ein tolles Beispiel, wie Quests in einem Rollenspiel mit einer offenen Welt funktionieren. Denn nur die Aneinanderreihung von einfachen Aufgaben reicht in der Regel nicht aus, um glaubhaft zu erzählen. Meist können wir neben den Hauptaufgaben auch optionale Nebenquests nachgehen. Sie dienen in der Regel auch dazu, die Welt zu erklären und glaubwürdiger zu gestalten. Monster! Monster aus dem Sumpf! Gut gemachte Spiele setzen dabei nicht auf Sammle 5 hiervon und 10 davon, sondern bieten in sich geschlossene kleine Geschichten. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. The Witcher macht das herausragend. So gut wie jede Nebenquest ist bedeutsam und bietet einen tiefergehenden Einblick in die Welt und die Figuren. Es war ein Medikamententransport. Die Aufgaben stecken zudem voller Überraschungen und Wendungen. Bereits im ersten Dorf Weißgarten macht uns das Spiel klar, welche Konsequenzen unser Handeln haben kann. Was ist denn passiert? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Wir helfen dem örtlichen Schmied, einen Brandstifter zu finden. Und plötzlich erleben wir die maximale Härte der Exekutive. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Eine der besten Quests erleben wir recht früh im Spiel. Ich spreche vom blutigen Baron. Die Quest an sich ist voller Wendungen und endet ganz anders als ursprünglich gedacht. Das liegt aber nicht nur an der gut geschriebenen Geschichte, sondern auch wie dies im Spiel eingebaut wurde. Die Aufgabe beginnt nämlich schon weitaus früher. Der Hexer will den Baron sehen. Mach ja keinen Ärger. Erkunden wir mit Geralt die Welt rund um die Burg des blutigen Barons, schnappen wir immer wieder Gespräche oder Notizen über den Burgherren auf. Wir starten also mit einem Vorurteil. Und das stellen wir erst einmal auch gar nicht in Frage. Wer uns findet, der soll belohnt werden. Will der Baron nicht eine neue Tochter? Ich könnte ein paar entbehren. So eindeutig endet das Ganze dann aber doch nicht. So viel sei verraten. Die Entwickler setzen also gekonnt die Spielwelt als Story-Element ein. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Auch in The Last of Us trägt die Spielwelt maßgeblich zum emotionalen Spielerlebnis rund um die apokalyptische Welt nach einer Pilzinfektion bei. Vor allem da das Game keine klassische Open World bietet, konnten die Entwickler eine perfekte Umgebung für die Geschichte erschaffen. Alles wirkt in sich stimmig, sei es die Darstellung der eingestürzten Häuser, Details in einzelnen Räumen oder die hervorragende Soundkulisse. Hinzu kommt, dass wir regelmäßig direkt mit der Welt interagieren. Sei es das Öffnen von Türen, das Aufziehen einer Maske in verseuchten Gebieten oder das Verschieben von Gegenständen. Das klingt erstmal total banal, doch das Ganze fügt sich harmonisch in das Gameplay ein und trägt daher zur Atmosphäre bei. Bitte, die Damen. Okay, komm. Zusammen mit den Kommentaren der Figuren auf Ereignisse wirkt alles sehr glaubwürdig. Die Welt ist daher der Grundstein. Nein, vielmehr ein Teil der herausragenden Story. Mit Leben gefüllt wird das Szenario durch verschiedene Gruppierungen. Neben den gefährlichen Infizierten treffen wir unter anderem auf das Militär oder eine Widerstandsgruppe. Das komplette Ausmaß der Zusammenhänge bekommen wir aber erst nach und nach mit.
Spiele lassen Inhalte oft weg und ermöglichen dem Spieler, diese aktiv durch Erkundung oder Beobachten zu erlangen. Die Geschichte ähnelt einer klassischen Heldenreise und schafft es dabei, eine starke Bindung zu den Figuren herzustellen. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Moralische Fragen sind im Verlauf ebenso vertreten wie persönliche. Die Welt dient als eindrucksvolle Kulisse für eine klassische Vater-Tochter-Beziehung. The Last of Us ist daher kein reines Zombiespiel, sondern geht deutlich tiefer. Das wird auch gleich im Intro des Spiels deutlich. Meiner Meinung nach ist die rund 20 Minuten lange Einleitung eine der besten und emotionalsten in einem Videospiel. Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Verdammt. Dreh hier, dreh hier. Rennen die weg. Überwiegend als Zwischensequenz dargestellt, erhalten wir eine umfangreiche und eindrückliche Vorstellung der Welt. Ebenso wird die Hauptfigur mit einer dramatischen Vorgeschichte gelungen eingeführt. Helfen Sie uns! Stop! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Hallo? Who are you? Auch in Hellblade erhalten wir in den ersten Minuten einen Einblick in die Hauptfigur, im wahrsten Sinne des Wortes. Senua, eine keltische Kriegerin, leidet nämlich unter Psychosen. Die Stimmen in ihrem Kopf sind durch das perfekte Sounddesign sowohl verstörend als auch faszinierend. Hellblade ist ein sehr besonderes Spiel, das sich traut, ein schwieriges Thema aufzugreifen. Die Entwickler haben für die Entwicklung sowohl mit Historikern als auch mit Psychologen zusammengearbeitet, um angemessen und passend die Erfahrungen in ein Spiel zu verpacken. Das Spiel schaffte es, die Krankheit interaktiv mit dem Gameplay zu verbinden, eine Möglichkeit, die nur Videospiele bieten. Es gibt zudem keine Texteinblendungen, keinen Lebensbalken oder Erklärungen zur Steuerung. All das weicht dem Spielerlebnis. Stattdessen passt sich die Welt der Situation an und man stellt sich oft die Frage, was nun Realität ist und was nicht. What's she waiting for? Stop them. Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sich das Spiel anfühlt. Der spielerische Aspekt gehört hier definitiv zum Erlebnis. Daher meine Empfehlung, schlüpfe einmal selbst in die Rolle von Senua. Grith bedeutet übersetzt grau. Grau wie die innere Welt unserer gleichnamigen Spielfigur. Ähnlich wie in Hellblade erleben wir in Grith einen inneren Kampf, allerdings gegen Trauer und Verlust. Zumindest deute ich das so. Im Unterschied zu Hellblade kommt das wunderschön handgezeichnete Grith ganz ohne Sprache aus. Wir erleben die Geschichte also nur über Bilder, einen herausragenden Soundtrack und jeder Menge Symbolik. So kämpfen wir gegen die Umwelt in Form eines Sandsturms oder einem übermächtigen Vogel. Wir finden aber auch neue Freunde. Mit zunehmender Spieldauer entwickeln wir neue Fähigkeiten und kämpfen uns immer weiter heraus aus der anfangs traurigen Welt. Wir gewinnen sichtbar an Mut und die Spielwelt ändert sich ständig und wird farbenfroher. Die Geschichte ist nicht eindeutig und jeder Spieler wird ein Stück weit seine eigene schreiben. Das Spiel erzeugt mit der wunderschönen Grafik und dem nachdenklichen Soundtrack ein tolles Gefühl von Mut, Akzeptanz und Aufbruch. Ein solches Aufbruchsgefühl verspürt auch Stanley, wie uns eine männliche Erzählstimme zu Beginn von The Stanley Parable erklärt. No one had showed up to give him instructions, call a meeting or even say hi. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Die Handlung wird durchgehend von einer Stimme aus dem Off erzählt, während wir die Hauptfigur steuern. All of his co-workers were gone. What could it mean?
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Wir kommen dabei immer wieder an Weggabelungen und können uns an diesen Stellen auch gegen die Erzählung entscheiden. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Der Erzähler wird daraufhin gezwungen, die Handlung zu ändern. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Die Geschichte nimmt also durch unsere Entscheidungen einen anderen Verlauf, und wir erleben bis zu 18 mögliche Enden. Die Intention des Entwicklers war es dabei tatsächlich, eine Erzählung so zu gestalten, dass der Spieler auch gegen die Geschichte handeln kann. Die surreale Welt und die eindringlich gesprochene Erzählstimme machen das Spiel zu einem sehr besonderen Erlebnis. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss, I have an office, I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real, I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Anders als Stanley treten wir das triste Arbeitsleben in Papers, Please erst an, verspüren aber schon bald den Drang, etwas zu verändern. Wir werden von einem autoritären Staat als Grenzbeamter eingezogen und kontrollieren fortan die Einwanderung. Dabei kontrollieren wir zuerst nur den Ausweis, später aber auch die nötige Einreisegenehmigung und weitere Dokumente. Von den Personen in der Schlange sind nicht alle berechtigt einzureisen, andere versuchen sogar durch gefälschte Papiere illegal über die Grenze zu gelangen. Es macht Spaß, nach Auffälligkeiten zu suchen und Unberechtigte abzuweisen. Doch die Sache hat mit zunehmender Spieldauer gleich mehrere Haken. Wir werden immer wieder vor Situationen gestellt, die uns tatsächlich ins Grübeln bringen. So lassen wir einen Mann mit korrekten Dokumenten passieren. Seine folgende Frau hat allerdings keine Berechtigung. Es schmerzt, beide zu trennen. Trotzdem sind wir pflichtbewusst. Schwieriger wird es dann schon, wenn eine Frau uns heimlich bittet, ihren Zuhälter in der Schlange nicht durchzulassen. Dieser hat natürlich alle Papiere und wir lassen ihn passieren. Später lesen wir in der Zeitung vom Schicksal der jungen Frau. Wir erhalten für jede erfolgreich kontrollierte Person am Ende des Tages unseren Lohn. Davon ernähren wir unsere Familie und sorgen für einen geheizten Wohnraum. Mit jedem Fehler wird aber gnadenlos unser Gehalt gekürzt. Zudem bleibt der Lohn mit den immer weiter verschärften Sicherheitsvorkehrungen der gleiche und wir ertappen uns dabei, zu routiniert zu prüfen. Es entstehen Flüchtigkeitsfehler, die auch folgenschwere Ereignisse mit sich ziehen. Unser Handeln hat also direkte Konsequenzen auf gleich mehreren Ebenen. Wir erleben eine Geschichte, die schwierige Fragen aufwirft und uns gleichzeitig zwingt, spontan zu reagieren. Ich war selbst ein wenig überrascht, wie weit man doch geht, um seine Familie zu retten und dabei das Leben von anderen zerstört. Life is Strange ist sicherlich ein Klassiker storylastiger Spiele. Wir spielen die introvertierte Schülerin Max, die plötzlich ihre Fähigkeit entdeckt, die Zeit zurückzuspulen. Was anfangs lebenswichtig erscheint, entpuppt sich schon bald als ein massiver Eingriff in die Welt. Whoa. What the fuck? How can that be? Wir müssen teils schmerzhaft erleben, welche Konsequenzen unser Handeln haben kann. Das Gemeine dabei, vieles wird erst wesentlich später im Spiel sichtbar. Einmal getroffene Entscheidungen können wir also nicht beliebig rückgängig machen. Well, Max, talk to me. Insbesondere am Ende erleben wir so ein intensives Spielerlebnis. Wirklich herausfordernd ist das Adventure nicht, aber die gelungenen Charakterzeichnungen der Protagonisten Max und ihrer Freundin Chloe tragen die gute Geschichte mit durchaus ernsten Themen. Das Game hat mit seiner facettenreichen Spielwelt auf mich zudem eine beruhigende Wirkung. Ich habe mich oft dabei ertappt, einfach nur der Musik zu lauschen und nachzudenken. Das Spieltempo können wir in Videospielen oft selbst bestimmen. To the Moon zeigt eindrucksvoll, dass eine realistische Grafik oder technisch herausragende Welten nicht zwingend für ein gelungenes Spielerlebnis nötig sind. Das Spiel stammt von nur einem Entwickler und wurde mit dem RPG Maker erstellt. In Retro-Grafik erleben wir eine Geschichte mit viel Herz und Gefühl.
Wir steuern abwechselnd Dr. Watts und Dr. Rosalyn, die ihrem Patienten den letzten Wunsch auf dem Sterbebett erfüllen. Unser Patient ist in diesem Fall John, der zum Mond fliegen möchte. Diesen Wunsch können wir allerdings nicht real erfüllen, aber die Erinnerung daran einpflanzen. Um das zu erfüllen, reisen wir durch Johns Vergangenheit und durchleben alle Höhen und Tiefen seines Lebens. Das Bild, das sich nach und nach zusammensetzt, zeigt ein Leben voller Schicksalsschläge. Die traurige Grundstimmung wird gekonnt durch humorvolle Dialoge zwischen Dr. Watts und Dr. Rosalyn aufgelockert. Das gibt der Geschichte die nötige Abwechslung und nimmt ein Stück weit auch die Ernsthaftigkeit. Spielerisch ist der Titel eher dünn, was mich aber nicht weiter stört, denn die Geschichte steht hier klar im Vordergrund und überzeugt mit durchaus komplexen Zusammenhängen bis zum emotionalen Ende. Eine Sprachausgabe gibt es im Übrigen nicht und wir hören nur den hervorragenden Soundtrack, der zur sensiblen Erzählung perfekt passt. Wenn ein Videospiel zum Roman wird, so titelt die Frankfurter Allgemeine ihren Artikel zu What Remains of Edith Finch. Wir erkunden als letztes Familienmitglied die tragische Familiengeschichte der Finches. Dabei ist die Erkundung durch das Anwesen fest vorgegeben und wir erfahren zu jeder Person der Großfamilie Details über die letzten Stunden ihres Lebens. Über Unfälle, Pannen, Krankheiten bis hin zu psychischen Problemen ist alles dabei. Jede Geschichte wird dabei auf eine abstrakte Art und Weise dargestellt und erlaubt es dem Spieler, sich die Todesursache selbst zu erschließen. Die detaillierte Umgebung gibt hierzu weitere Hinweise und wirkt stimmig. What Remains of Edith Finch ist ein Spiel, das eigentlich keines ist. Es ist eine Erzählung, in der es aus spielerischer Sicht kein Scheitern gibt, keine Herausforderungen, keine Ziele. Aber dennoch fühlt es sich sehr nah an und man identifiziert sich sehr schnell mit den Personen und der Spielweise. Plötzlich beschäftigt man sich direkt mit dem Thema des Todes auf eine sehr emotionale Art und Weise. Mir ist vor allem ein Schicksal in Erinnerung geblieben, welches es perfekt schafft, die interaktiven Möglichkeiten eines Videospiels zu nutzen. Wir steuern unseren Bruder, der sich nach einem Drogenmissbrauch in seine eigene Traumwelt zunehmend zurückzieht. Verstärkt durch die monotone Arbeit in der Fischfabrik, schafft er es nicht mehr, seine Krankheit in den Griff zu bekommen. Wir steuern dabei gleichzeitig die reale Arbeit als auch die Reise in der Traumwelt. Dazu hören wir die Diagnose der Psychologin bis zum traurigen Ende. We're all in his imagination. So he could do whatever he wished. Das ist eine herausragend ausgearbeitete Szene, die mich zugleich traurig als auch beeindruckt zurücklässt. Im Grunde ist es also völlig egal, was What Remains of Edith Finch nun ist. Es ist eine grandios erzählte Geschichte, die nur ein Videospiel so erzählen kann. Ein anderes Spiel, das mir auf emotionaler Ebene in Erinnerung geblieben ist, ist die spielerische Adaption zu The Walking Dead, konkret der erste Teil und davon das Ende. Das von Telltale Games entwickelte Spiel kam bereits 2012 auf den Markt und baut auf dem gleichnamigen Comic bzw. der Serie auf. Wir spielen Protagonist Lee, der sich plötzlich in der von einer Zombie-Apokalypse überrannten Welt wiederfindet und dort auf die 8-jährige Clementine trifft. Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Wir kümmern uns von nun an um das kleine Mädchen. Auf unserer Reise treffen wir dabei auf andere Überlebende, die alle eine eigene, persönliche Geschichte haben. The Walking Dead ist ähnlich wie Life is Strange eine interaktive Geschichte. Wir steuern dabei Lee in engen Räumen, finden Gegenstände oder sprechen mit anderen Charakteren. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf dem Spielerischen, sondern klar auf der Geschichte. Wir entscheiden nämlich selbst, wie wir handeln. I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine? Viele unserer Entscheidungen haben einen direkten Einfluss auf die Handlung. Mehrmals müssen wir Entscheidungen treffen, die uns wirklich viel abverlangen. Let's do it. Maybe it'll work. It's a big risk. Solche Momente machen das Spiel zu einer emotionalen Achterbahn der Gefühle und lassen uns tief in die menschlichen Abgründe blicken. Fuck it. Cut it off. Seriously. Die Handlung wird in 5 Episoden erzählt, ähnlich einer Serie. Auch wenn es sich ein Stück weit wie eine solche anfühlt, schafft es das Spiel aber, die interaktiven Möglichkeiten so einzubinden,
dass es eben doch mehr ist. Die Bindung zu den gut geschriebenen und herausragend gesprochenen Charakteren ist bei mir stärker als in vielen Filmen oder Serien. Get the fuck out of here. What? Go back. She needs you, Lee. Kenny! This is not a discussion! Hell no, man! I'm not leaving! What did I just say? Den Drang, Clementine und die anderen aus der Gruppe zu beschützen, bleibt bis zum Ende bestehen. Das Spiel ist für mich daher ein Meilenstein für eine interaktive Erzählung. Am Ende starre ich tatsächlich mit Tränen in den Augen den Abspann an. Welche Spiele haben euch am meisten berührt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich zudem über ein Abo freuen.